So langsam werden einem die Niners unheimlich. Noch nie konnten die Chemnitzer eine solche Hinrunde spielen. 15 Siege steht nur eine einzige Niederlage gegenüber. Die Erfolgsserie stand vor der Partie am 18. Spieltag bereits bei 13 Siegen am Stück. Und nun kam also Phoenix Hagen in die Messehalle nach Chemnitz. Vielleicht so etwas wie die kleine Mannschaft der Stunde nach den Niners. Denn nach einem sehr unglücklichen Saisonstart konnten die Feuervögel zuletzt 5 Spiele in Serie gewinnen. Die Mannschaft von Christopher Harris kam also mit Selbstvertrauen nach Chemnitz und mit Yannick Lodders, dem 3 Jahre jüngeren Bruder von Robin Lodders. Seit 3 Jahren gibt es dieses Bruderduell in der Pro A. Bisher konnte Yannick 3-mal als Sieger vom Platz gehen, Robin nur 2-mal. Und der große Bruder wollte mit Sicherheit das Duell ausgleichen. Und der Beginn der Partie war vielversprechend für die Niners, denn die Hagener konnten in keinem ihrer ersten 7 Angriffe den Ball im Korb unterbringen. Die Orange Army nutzte das aus und führte früh mit 8:0. Doch Hagens Guard Octeus, der erst mitten in der Saison nachverpflichtet wurde und seine neue Mannschaft zu 5 Siegen in 6 Spielen führte, erzielte im Anschluss die ersten 9 Punkte seines Teams und das Spiel war recht schnell wieder ausgeglichen. Nach 6,5 Minuten führten die Niners mit 16:13. Was bis zum Viertelende folgte, war ein starker 12:0 Lauf der Hausherren, wo jeder mal ran durfte und scorte. Das letzte Wort in Viertel 1 hatte aber schließlich Joel Aminu per Buzzerbeater. 28:16, 2 Minuten Pause und schon wieder waren die Niners offensiv enorm effektiv und agierten defensiv stark und konzentriert. In Viertel 2 legte Aminu direkt einen weiteren Dreier nach und brachte so auch Stimmung in den Gästeblock. Doch die Niners reagierten souverän und behielten die Kontrolle im Spiel. Mitte des Viertels führten sie immer noch mit 10 Punkten, ehe sie zum erneuten kleinen Lauf ausholten. Carter, Harris und Niklas Wimberg sorgten für die teils spektakulären Punkte. Wimberg vollendete das End-One zum 47:29. Der nächste Blowout drohte einem Gegner der Niners. Hagen blieb aber bissig und ließ nicht komplett abreißen. So stand es nach 20 Minuten 57:43. Dennoch eine sehr beruhigende und starke Führung der Chemnitzer zur Halbzeit. Viertel Nummer 3 begannen dann beide Teams mit zusammen 7 erfolgreichen Würfen am Stück. Es ging also hin und her und Hagen war zwischenzeitlich wieder auf 9 Punkte ran. Und wie reagieren die Niners in diesen Tagen auf solche Momente? Richtig, mit einem Run. 14:3 Punkte war er dieses Mal lang, innerhalb von 4,5 Minuten, abgeschlossen von Harris Dreier zur 20-Punkte-Führung, 75:55. Und wieder blieb Hagen bissig und kämpfte, doch Ivan Elliots 2 Dreier in Folge sorgten wieder für den alten Abstand, 85:65, 20 vor nach 30 Minuten. Und im Schlussabschnitt bestätigten die Niners dann allen in der Halle das Gefühl, dass an diesem Abend nichts mehr anbrennen würde. Nach Treffern von Ziegenhagen, Elliott und Lodders war der Vorsprung schon auf 26 Punkte gewachsen. Mitte des Viertels waren es sogar 27 Punkte und die Hausherren nahmen mehr als einen Gang heraus. Und so sorgten die Gäste noch für athletische Highlights und der Absolvent der BGU, Terrell Harris, machte das Ergebnis schließlich dreistellig, 101:80. Zum 6. Mal in dieser Saison erzielten die Chemnitzer Korbjäger über 100 Punkte. Zum Vergleich, im letzten Jahr gelang der Mannschaft das in der gesamten Spielzeit nur 3-mal. Am Ende der Partie gegen Hagen stand ein 103:88 zu Buche. Die Gäste konnten also in der Garbage Time noch kräftig Ergebniskorrektur betreiben. So konnten aber auch die wiedererstarkten Hagener den Lauf der Niners nicht stoppen. Wir haben nachgefragt, was der Schlüssel zum Erfolg war. Die haben jetzt 5 Sieger Row gemacht und also wir wollten hart verteidigen. Wir haben diese consecutive Stops, dass wir 3-mal hintereinander Stops machen wollen. Und das haben wir gut gemacht heute. Ich glaube, wir haben 2x7 erste Viertel und dann in dritte und vierte Viertel 3-mal consecutive Stops gemacht. Und wir wollten mehr an Defense konzentrieren. Und das ist heute gezeigt. Wenn wir Stops haben, Open Court spielen, sind wir auch schwer zu stoppen. Ja, doch. Also wir, klar, kamen wir mit ein bisschen Selbstvertrauen hierher und hatten ja im Hinspiel auch nicht schlecht gespielt gegen Chemnitz und dann unglücklich verloren. Allerdings muss man auch sagen, dass ja, das Tempo uns deutlich überfordert hat und Chemnitz echt gut, sehr gut rauskam und wir ja,
nicht mithalten konnten. Das muss man heute ganz klar müssen wir uns eingestehen. Nö, also von mir aus kann es gerne so weitergehen. Ich denke, wir haben ein Jahr 2019 und das Jahrzehnt gut beendet und auch das neue Jahrzehnt, sage ich mal, das neue Jahrzehnt wieder gut begonnen. Und von mir aus kann es gerne so weitergehen, auch, sage ich mal, so überragend über weite Strecken. Und wir dürfen es nicht als Selbstläufer sehen, aber ich hätte nichts dagegen. Ich glaube, wir müssen immer noch weiter mannschaftlich spielen. Hat es heute gesehen, wenn wir mannschaftlich spielen und viele Assists. Ich glaube, wir haben 30 Assists heute. Wenn wir es weitermachen, sind wir schwer zu stoppen. Die Stimmung bei den Niners könnte also besser nicht sein. Mit welcher Ruhe das Team auftritt, welches Selbstvertrauen sie ausstrahlen und mit welcher Selbstverständlichkeit sie die Spiele gewinnen, ist schon beeindruckend. Ja, wie wir schon von Anfang an sagen, ich glaube, wir sind unser größter Gegner. Solange wir an uns selber weiter kontinuierlich arbeiten und uns selber mal hart dran nehmen und nicht aufhören zu spielen, wird es, glaube ich, sehr schwer für Teams, unser Team zu schlagen. Ich meine, hat man heute wieder gesehen. Ich glaube, fast jeder hat zweistellig gescored. Chris hatte 9, Virgil vielleicht 4 oder so. Und okay, Leon hat am Ende gescored. Aber ich meine, wenn du so viele Leute hast, die zweistellig scoren, hast du halt viele Waffen. Wenn mal einer auffällt, die anderen kompensieren das. Und wir sind halt so tief besetzt, denke ich, dass es halt sehr schwer ist. Und wir müssen uns einfach selber kein Bein stellen und weiter so machen. Und dann, denke ich, können wir auf eine schöne Zukunft sehen, aber wir wollen uns halt nicht zu früh freuen und dann halt zum nächsten Spieltag weiter hart arbeiten und dann schauen wir weiter. Ja, besser geht es eigentlich nicht, aber wie gesagt, wir machen so wie letztes Jahr, wir nehmen ein Spiel nacheinander und nächstes Spiel ist Jena. Wir fokussieren auf Jena, nicht wie viel mal wir gewinnen, sondern auf nächstes Spiel einfach. Und das ist unsere Taktik, glaube ich. Dieses Mal konnten wir uns für keinen Man of the Match entscheiden, denn die Mannschaft war der Spieler des Spiels. 8 Spieler konnten zweistellig punkten und 30 Assists wurden verteilt. Das sind Wahnsinnswerte. Hinzu kommen enorm hohe Trefferquoten am Brett und von der Freiwurflinie. Und so schaffte es die Mannschaft auf 128 Effektivitätspunkte. Und das Verrückte daran, diesen sehr hohen Wert konnte die Mannschaft in dieser Saison schon 3-mal toppen. Im Moment rollen die Niners über die Liga-Konkurrenten. Da fragt man sich, was ist besser? Weiter Selbstvertrauen aufbauen und gewinnen, gewinnen, gewinnen? Oder tut es der Mannschaft auch mal gut zu verlieren, für Fehler bestraft zu werden und noch besser daraus zu lernen? Die Zukunft wird es zeigen. Für die Hagener geht es nach dem verkorksten Saisonstart nun darum, die Playoffs zu erreichen. In der Tabelle, wo die Niners weiter einsam an der Spitze ihre Kreise ziehen, sind die Feuervögel 2 Siege hinter Platz 8. Dahingehend ist also noch alles möglich. Genau, also wir haben jetzt eine schlechte erste Hinrunde gespielt, viele Spiele knapp verloren. Jetzt haben wir durch John echt einen Floor General dazu bekommen und wir wollen natürlich in die Playoffs, die sind auch in Reichweite und jetzt kommen ein paar wichtige Spiele in der Ferne, jetzt Doppelspieltag nächstes Wochenende, glaube ich, und ja, da müssen wir jetzt ein paar Siege holen, um dran zu bleiben. Ne? Zu seinem Bruder Robin hält Yannick den Kontakt aufrecht, wobei es dabei sehr oft immer nur um das eine geht. Auf jeden Fall, also ja, wir tauschen uns schon sehr regelmäßig aus, telefonieren regelmäßig. Sprechen über unsere Mannschaft, über gegnerische Mannschaften und ja, ich glaube, unsere Freundinnen nervt das vielleicht manchmal ein bisschen, wenn es zu viel über Basketball geht, aber so ist es halt. Vor 3 Jahren spielten beide gemeinsam in Essen, bevor sich die Wege trennten. Eine Reunion der Loddersbrüder kann sich Yannick auf jeden Fall gut vorstellen. Ich glaube, darüber würden wir uns beide freuen, aber da müsste natürlich irgendwie der Zeitpunkt und der Ort stimmen und ja, ich glaube, wir sind beide relativ zufrieden, gerade wo wir sind. Und man weiß aber nie, was die Zukunft bringt. Und für Robin drückt Yannick im weiteren Saisonverlauf alle Daumen, die er hat. Ich wünsche ihm natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt, dass sie weiter so erfolgreich spielen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn sie sich am Ende jetzt endlich mal belohnen können und aufsteigen. Und vielleicht nicht unbedingt so Hagen gegen Chemnitz in den Playoffs. Ja, dann würden wir uns immerhin noch ein paar Mal sehen, ne? Das wären auf jeden Fall auf mehreren Ebenen interessante Duelle. Als nächstes wartet auf die Niners aber erst einmal das Derby in Jena. Am Freitag geht es eine Stunde über die A4 zum ewigen Ostduell nach Thüringen zum Tabellendritten. Und auch da will die Mannschaft Punkte entführen. Auch wenn die Absteiger aus der BBL etwas ihren Kader verändert haben, seit dem letzten Aufeinandertreffen im Dezember, welches die Niners klar gewinnen konnten. Ja, ein bisschen verändert und es ist immer schwierig, wenn man neue Leute dazu holt. Und dann braucht man ein paar Wochen oder sogar Monate, bis man eingespielt ist. Und manchmal schadet es der Mannschaft, manchmal ist es auch gut für die Mannschaft. Ich meine, klar, es ist ein besonderes Spiel. Es ist ein Spiel für uns, aber es ist natürlich ein besonderes Spiel. Viele Fans werden da sein.
Und Jena wird natürlich Feuer entfacht rauskommen und wir uns versuchen, in den Arsch zu treten. Ich meine, wir sind Erster, wir sind, sage ich mal, Maß aller Dinge, denke ich. Und ja, wird schwierig, aber ich denke, wenn wir einfach weiter konzentriert bleiben. Sie haben auch nachgerüstet. Ich weiß, also Lagerpush hat der letzte Mal 2 Tage trainiert, glaube ich, bei denen. Und ich glaube, die haben auch einen Point Guard geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall darüber werden wir uns jetzt die Gedanken machen, jetzt in der nächsten Woche. Und ja, und dann werden wir schauen. Aber ich denke, wenn wir so weiterspielen, wird es ein interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob es nochmal so hoch sein wird, aber ich denke trotzdem und bin positiv eingestimmt, dass wir trotzdem mit dem Sieg nach Hause kommen. Dagegen hätte niemand etwas einzuwenden, vor allem nicht die Spieler selbst. 2 von ihnen sind in der neuesten Ausgabe von Ivan Elliots ganz persönlichem Format, ICQ, Chris Carter und Terrell Harris. Viel Spaß! We got Big Guard U, number BGU. 1 and number 2. BGU. Oh, I'm interviewing both of them. Yeah. I got 2 today. Yeah. Okay, tell me about the game, Terrell. Man, we came out with good energy. I believe we had 6 or 7 stops in a row coming out the first quarter that we preached about. Of course, basketball is a game of runs, so they was able to make a run. But overall, I liked our effort, man. We defended well. We had multiple stops in a row, first quarter, none the second, but came out third, and we got the W. I like it. You know, I love wins. And what you got to say about it, Senor Chris? Yeah, I thought we played a really good game today. You know, it just shows how good of a team we are because you don't know where the offensive power is going to come from. Yeah, pass that shit the next time so I can get a dunk. Damn, you just going to curse on TV? Yeah. All right. We'll bleep it out. We'll bleep that out. Edit that later. But, yeah, I thought we did a good job. I think we can get still, so there's for okay, good to hear all that. So next week we got Jena, big game, right? Derby game in Jena. You know, they're up there in the tables with us. And so what do you have to say about that? We're going to Chris on that one. Okay, that's cool. I think if we come out and play defense, I think offensively we'll be okay. I'm not worried about the offense. It just matters of how much stops we can get in a row. And yeah, I mean, as long as we come to play with energy, I think we'll be fine. And as always, I always ask you about the fans. I mean, the atmosphere in here is crazy. To me, honestly, it was a lot more people here than I expected. And I mean, it's always good to see and it's a lot of fun. And yeah, so fans, what do you have to say about our fans and our fan base and how much do they help us? Man, hands down, we have the best fans in Pro A, BBL, Pro B, Regionale. Yeah, man, they give us a lot of energy, huh? Euro League. But no, the fans always give us a good burst. Man, it's always loud in here, and it's good to get a win in front of them. So hopefully we just keep this going. Good to start off a win in the new year. Foyes Noia. Why you say it? Foyes Noia. Foyes right? Noia. I love you, whatever, mama. Whatever you say. Foyes Noia? Happy New Year. I love you, mama. Oh, we're not done. Okay. Oh, Big Guard. Okay. What you got? Oh, yeah, I seen. Hey, who's you flexing? Okay, you flexed on somebody. Big guard you. Okay. We officially upgraded. Should we knight him? We got to knight him. Knight my man. He officially graduated to BGU. Lately, he's been sticking his chest out. I'm proud of him, man. New year, I'm proud of him. I'm proud of him. Give it a round of applause. I'm proud of him, man. Who's next up for BGU? Who we trying to move up next? I mean, DJ already kind of big. Yeah, DJ the big Verge? Oh, yeah, he already got Verge. Oh, okay, man. We got a recruit. Nick up there. Okay. He been banging out. I think Nick is already there. Louis. Okay. All right. We got to get him going. Right, we got a recruit, man. We'll got a recruit. We'll see. We got to get Malte to BGU. Shout out to Tay. We got to get Malte to BGU. You heard it here first. BGU. All right. Flex on. Zum Abschluss dieser Ausgabe wie immer unser Highlight der Partie, präsentiert von Sanitär Hase. Und dieses Mal konnte sich zum zweiten Mal in Folge Niklas Wimberg den begehrten Platz am Ende der Folge sichern. Wir sehen uns alle in Jena. Bis dahin, stay tuned.